Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer hat den Präsidenten der Hölderlin-Gesellschaft Johann Kreuzer im Tübinger Rathaus empfangen. Anlass war die Übergabe der älteren Aktenbestände der Gesellschaft an die Stadt. Diese enthalten unter anderem Informationen über deren Gründungsgeschichte. Es ist offiziell. Mit der Unterschrift unter dem Schenkungsvertrag ist die Übergabe der Akten aus dem Archiv der Hölderlin-Gesellschaft besiegelt. Diese werden in Zukunft im Tübinger Stadtarchiv untergebracht. Die Leiterin des Fachbereichs Kunst und Kultur der Stadt, Dagmar Weizenegger, zeigte sich erfreut, dass die Akten in Tübinger Hand bleiben werden. Trotz der räumlichen Nähe sei das nicht selbstverständlich gewesen. Und die Hölderlin-Gesellschaft hat sich schon sehr genau überlegt, wohin denn das Archiv der Gesellschaft gehen soll. Und wir sind sehr dankbar, weil es ist eine enge Verbindung zwischen Gesellschaft und Stadt, dass sie dann das Stadtarchiv Tübingen gewählt haben. Auch ein Zuschlag nach Heidelberg stand zunächst im Raum. Allerdings reichte der Platz nicht aus. Deshalb fiel die Wahl auf das Tübinger Stadtarchiv. Bisher waren die Akten im Hölderlin-Turm untergebracht. Als dieser saniert wurde, musste ein neuer Ort her. Für uns war dieser Akt notwendig, weil wir nach dem Umbau des Gebäudes Hölderlin-Turm nicht mehr die räumlichen Kapazitäten hatten, um diesen Komplettbestand an über 17 Regalmetern Akten unterzubringen. Insgesamt werden 203 Ordner übergeben. Die Akten enthalten unter anderem Aufzeichnungen zur Gründungsphase der Gesellschaft, die sich vor allem mit dem Leben und Werk von Friedrich Hölderlin beschäftigt. Die erste Gründung der Hölderlin-Gesellschaft erfolgte 1943. Entsprechend ist der Zeitkontext, also das war eine Okkupation durch die Nazis. Die Hölderlin-Gesellschaft, die erste, wurde dann geschlossen. Es gab eine Neugründung 1946. Für die Stadt ist die Schenkung aber auch mit einigen Aufgaben verbunden. So sollen die Akten der wissenschaftlichen Forschung zur Verfügung stehen. Der neue Standort steht bereits fest. Die werden in unserem Außendepot in Kirchentellinsfurt, ja, das wir seit Neuestem haben, dort werden die eingelagert, fachgemäß. Und jeder Nutzer kann Akteneinsicht bekommen, ja, und kann sich dort die Akten kommen lassen, hierher in den Lesesaal. Der Lesesaal des Stadtarchivs ist im Rathaus. Neben der Forschung hat die Stadt aber noch weitere Pläne. In naher Zukunft soll es zum Beispiel eine Ausstellung geben, die sich um die Gründung der Hölderlin-Gesellschaft dreht.